Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, zu einer Aktienanalyse und zwar nicht von einem x-beliebigen Unternehmen, sondern von einem Konsumgüterhersteller mit 4,6% Dividendenrendite. Es ist aber keiner von denen, die ihr glaubt zu kennen, sondern ein echter Geheimtipp, obwohl er Marken hat, die weltweit führend sind, Nummer 1 Marken, welche das sind, werdet ihr dann noch hören. Eine sehr hohe Dividende, die schon seit vielen Jahren entweder gestiegen ist oder wenigstens konstant geblieben ist, also nie gekürzt wurde. Und ich freue mich, dass ich einen Analysten gefunden habe, der sich intensiv mit dieser kleinen Perle beschäftigt hat, wobei so klein ist sie auch nicht, sind über 8 Milliarden Marktkapitalisierung, aber ich vermute, kaum einer von euch kennt das Unternehmen, selbst mir war es nicht bekannt, obwohl es im Aktienfinder war, aber auf dem Schirm hatte ich es nicht. Dann begrüße ich mal unseren Analysten, unseren Stargast des Tages, Jens Will. Hallo Jens. Hallo Thorsten, laut und klar. Jo, ich freue mich, dass du da zu uns gestoßen bist und uns da und unseren Zuschauern hier eine neue kleine Perle vorstellst. Und du wirst die dann, du hast die quasi schon poliert, also analytisch poliert. Du hast alle Seiten durchleuchtet. Vielleicht der ein oder andere kennt dich möglicherweise noch nicht. Dann stell dich doch mal vor, Jens. Ja, also mein Name ist Jens Will und ich bin auch im Internet unter Wild West bekannt. Ich treibe mich meistens rum bei Aktienlust TV und mache dort meine Analysen mit Jürgen Schmidt und Nick Knauf und Nicole. Und ansonsten habe ich mit der Katja, Kate, der Finanzdiva Eckert am Börsenspiel teilgenommen. Da können mich auch einige erkennen. Ich bin eigentlich Maschinenbauingenieur, aber Aktien sind sozusagen mein heimliches Leben und deswegen bin ich hier sehr gerne unterwegs mit euch und schaue mir mit euch gemeinsam gerne solche Werte wie die Newell Brands zum Beispiel an. Also das sind sehr Newell Dinge. Brands, da ist er geplatzt. Das ist die Aktie Newell Brands. Ja, genau. Also du bist also jetzt kein Anfänger, du bist schon ziemlich versiert und schon auch schon ziemlich lang in der Branche und ja, du bist auch bekannt, hast auch einen guten Ruf und wir freuen uns jetzt auf die Aktienanalyse. Jetzt hast du schon platzen lassen. Newell Brands heißt die Perle, ne? Das passt alles, genauso wie es im Plan steht. Und da würde ich einfach mal sagen, hast du Lust, das Unternehmen mal vorzustellen? Aber sehr gerne. Und da ist Es auch ist schon ein die Unternehmen, Webseite. da muss man so sehen, wie ich manchmal im Supermarkt rumlaufe und ein Produkt sehe, das viele kaufen und dann drehe ich das Produkt auf links und schaue mir an, wer stellt denn das her? Und immer wieder stolper ich dabei über so Firmen wie die Newell Brands eben, so eine Art Hidden Champion, der wiederum ganz verschachtelt in vielen Unternehmen drin ist. Also da steht dann nicht Newell Brands drauf, sondern da steht dann ein Unternehmen drauf, das wiederum zu einem Unternehmen gehört, das zu Newell Brands gehört. Also so richtig kastrierte Aufbauten, zum Beispiel wenn man Kondome sieht, die guten von Blausiegel oder Fromms oder sowas. Und wir wissen, wer ist denn hier daran verantwortlich, dass es zu wenig Deutsche gibt? Dann stößt man auf die Firma Marpa, die wiederum zu New Brands gehört. Und es Okay. gibt viele, viele Marken des täglichen Lebens, des täglichen Bedarfs, die ich mir täglich in den Einkaufswagen lege und die überall in jedem Haushalt zur Verfügung stehen. Und hinter vielen dieser Unternehmen, dieser Marken steht eben dann zum Beispiel eine Newell Brands. Und das persönlich macht mich immer ziemlich, ja, das macht mich glücklich sozusagen. Und hier sehen wir ja einige dieser Marken und das sind auch im Prinzip schon die Segmente, wo die überall tätig sind. Und vermutlich finden wir da auch deine Kondome irgendwo. Die sind, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, auch zum Beispiel bei Kondomen Marktführer tatsächlich, in Deutschland beispielsweise. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? In Deutschland auf jeden Fall. Es gibt eigentlich sehr wenige Hersteller, die noch so börsennotiert sind. Also im Bereich Kondome gab es mal die Kondomi, die sind dann im neuen Markt mit untergegangen. Ich keine Ahnung, wo die jetzt gerade mitschwimmen. Aber so in Deutschland, wenn man an Kondome rankommen will, kommt man an Newell Brands quasi nicht vorbei. Also die großen Marken gehören dazu. Ja, was gibt es noch für starke Marken, die du jetzt gerade so spontan im Kopf hast? Also, dass die Marken viele haben, das sieht man auf ihrer Webseite. Aber welche ganz starken Marken, wo so Marktführerschaft oder so dabei ist, fallen dir jetzt noch so mehr oder weniger spontan ein? Also ganz ähnlich wie Kondome sind Gummihandschuhe, das ist sozusagen der Fünferpack. Dummer Witz jetzt, aber das ist zum Beispiel die Firma Spontex, die dahinter steckt. Oder wir haben zum Beispiel die Firma Parker, die ist bekannt für die edlen Schreibwerkzeuge. Ja, Die genau. Stifte im Bereich von mehreren tausend Euro für Queen Elizabeth als Sonderausführung.
Wenn man es mit den Kondomen nicht so ernst genommen hat, dann gibt es die Firma Nuck, die stellt Schnuller her und sonstiges, Trinkflaschen für Babys und so weiter. Also es wird wirklich die ganze Kette bis zur Windel für Erwachsene abgedeckt. Auch eine Konkurrenzmarke zu Tupperware. Es gibt also auch diese Essensaufbewahrungsboxen von Newell Brands, Rubbermaid. In der Haushaltshygiene, in der Krankenhaushygiene, in der Schulhygiene, Hausmeisterbedarf, Outdoor, Recreational, also Campingbedarf oder das gute Aufblasbett, wenn mal Gäste kommen. Auch das gibt es von Newell Brands. Also wirklich eine Marke, die sich durchs ganze Haus zieht. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Zuschauer jetzt nach dem Video sofort aufsteht, durchs Haus rennt und die Firma Newell Brands in seinem eigenen Fenster finden. Für jedes gefundene Produkt mindestens eine Aktie dann zu ordern, am nächsten Handelstag. Ah, Unlimitiert. da warten wir mal, vielleicht gibt es ja noch was Negatives zu berichten. Aber wir haben einen positiven Ja, Vorgang es, gesehen. wir geben ja sowieso keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Ist ja alles Unterhaltung, ne? Wie bei euch bei Aktien.tv. Nur eins noch, Genau. im Licht ist es auch Schatten, da kommen wir aber gleich noch dazu. Ja, richtig. Ja, bleiben wir aber erstmal beim Licht, ne? Wollte ich vorschlagen, wenn wir uns beispielsweise mal die Dividendenrendite und auch die Dividendenhistorie anschauen werden. Was Sehr vielleicht gerne. noch, genau, was vielleicht noch wichtig ist, so zur Verortung, also wir sind schon im Bereich Konsumgüter drin, ne? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es schon ein anderes Geschäftsmodell jetzt wie die großen Klassiker wie Nestle, Procter & Gamble und so oder Unilever und was man sonst so kennt. Also es geht hier nicht um Nahrung, es geht hier auch nicht um Pflegeprodukte und um Reinigungsmittel oder wenn, dann nur ganz, ganz am Rande. Also es sind schon andere Produkte, die da hergestellt werden, also Haushaltswaren, ne? Und ich glaube auch, dass vermutlich relativ wenige Zuschauer ein Unternehmen jetzt schon im Depot haben werden, wo es wirklich um Haushaltswaren geht, ne? Das heißt, wenn einem die Aktion, das Geschäftsmodell und so weiter alles zusagt, auch das Fundamentale, was wir uns dann angucken, dann könnte das durchaus schon interessant sein, auch im Rahmen der Diversifikation, ne? Es ist eben, wie du sagst, so ein Unternehmen gibt es eigentlich kein zweites. Also es ist ein bisschen Henkel dabei, es ist aber auch ein bisschen Tupperware dabei, es ist ein bisschen Procter & Gamble mit an Bord, aber auch vielleicht ein bisschen Reckitt Benckiser. Also eine ziemlich bunte Tüte mit eben noch Sonderprodukten, die sonst keine hat. 3M würde ich auch noch ein bisschen sehen im Schreibwarenbereich, Klebstoffe, Elmers und so weiter, auch solche Marken. Also wirklich eine ganz bunte Tüte, manchen vielleicht zu bunt. Also man hat wirklich gerade in den letzten Jahren eigentlich gekauft, was nicht nied- und nagelfest war und Oh, integriert war. da kämen wir ja vielleicht schon noch so leicht in Richtung des Negativen. Wenn wir erstmal bei den Bonbons bleiben, man kann sie auch positiv verpacken, ne? Natürlich. Und kann sagen, es ist ziemlich stark diversifiziert und insofern ist es sehr breit aufgestellt und diese breite Aufstellung, die hat auch vielleicht den einen oder anderen Vorteil, gerade mal wenn es bei der Konjunktur allgemein nicht so läuft. Oder wie Also in siehst du das? Covid-Zeiten. In Covid-Zeiten hat Newell Brands eben ganz klar ihren Joker gezogen. Denn da waren sie im Bereich Hygiene drin, da waren sie aber auch im Bereich Freizeit drin, Recreational, Camping und Fischen und so weiter. Wenn die Hotels zu haben, muss man sich allein an den Teich setzen, dann hat man seinen Campinghocker dabei und sein Campingzubehör und seine Tupper-Schüsseln. Und gerade wenn auch der Markt ein bisschen bröckelt und man nicht mehr ins Restaurant gehen kann, dann ist Tupperware oder seine, Tupper sage ich immer, dann hat man eben seine Essensaufbewahrungscontainer mit seinem Selbstgekochten drin sozusagen. Und auch da war Newell Brands eigentlich der Gewinner der Pandemie. Wie es jetzt in der Rezession aussieht, auch da sehe ich Newell Brands gar nicht so schlecht aufgestellt. Im Prinzip, mit einem so breiten Markt macht man sich nicht unbeliebt. Ja, also siehst du, sind wir noch erstmal noch beim Licht geblieben, bevor wir zum Schatten kommen. Und da würde ich auch einfach mal sagen, gehen wir mal kurz in den Aktienfinder rein und schauen uns da mal hier Newell Brands etwas näher an. Ich mache mal noch den Zoom ein bisschen größer, damit man es besser sieht. Gib hier oben mal Newell Brands ein. Dann wählen wir das mal aus. So, jetzt sind wir schon da, Newell Brands hier. Und zuerst habe ich ja mal hier die Dividendenrendite, da kommen wir mal gleich drauf, 4,6%, Makrofinanzierung 8,5 Milliarden und Haushaltswarensektor. Also kein ganz kleiner Spieler. Da passen schon ein paar Marken rein und das ist auch tatsächlich der Fall. Wenn wir uns die Segmente mal anschauen, dann sieht man auch hier, guck mal, so berichten die, ja, und man sieht hier, dass die ja schon ganz unterschiedliche Dinge machen. Die haben ja relativ viele Segmente, aktuell sind aber nur und erwähnenswert, also vier Segmente. Man hat öfter mal umstrukturiert, Jens, ne?
Und jetzt haben wir hier diese Safety and Industrial Transportation Electronics tatsächlich, Healthcare und Consumer. Das sind jetzt die vier aktuellen Segmente von Newell Brands. Was jetzt aber vielleicht interessanter ist, ist mal hier in die Dividende reinzuschauen. Oh, Moment, Ja, ich was? hab, war, das war jetzt auch, ich hab mich nämlich auch gerade gewundert tatsächlich. Das wäre jetzt was für ein Cut. Wir müssen nochmal zu Newell Brands gehen. Ich hatte nämlich nicht Newell Brands gehabt. Und das wahrscheinlich auch gestutzt, was die Segmente angeht, ne? Jetzt noch viel bunter. Jetzt noch viel bunter als vorher, Also sieht genau. man Das den war Markt 16 auf 17, ist schon mal gleich ganz gut. vorher nämlich 3M gewesen. Das war die Überschneidung. Ich dachte schon auch so mit Electronics und so, kommt mir jetzt gerade ein bisschen komisch vor, aber okay, wenn es da steht. Aber das, was jetzt da steht, ist noch um einiges plausibler. Also, so, gucken wir uns das Ganze nochmal kurz an. Und da sind jetzt die Segmente, ne? Vor Und allem da sieht haben man wir. die Spur von 17 auf 18, da kommen wir gleich dazu. Man sieht den Umsatz so ein wenig korrigieren. Da kommen wir Ja, gleich richtig. dazu. Wir haben zwei Sprünge, ne? Einen Sprung von Genau. 2015 auf 2016 und dann wieder den Sprung zurück sozusagen, ne? Und das hier sind die unterschiedlichen Segmente und jetzt sollten wir die auch tatsächlich zuordnen können, ne? Learning and Development. Da ist zum Beispiel wahrscheinlich dein Parker-Stift drin oder der Nicht nur. Parker-Kuli. Auch der Schnuller, denn auch das gehört zum Lernen dazu, an Sachen zu saugen, an Flaschen zu saugen. Also auch die ganze Säuglingserziehung ist damit reingebaut, Development, Kinderentwicklung quasi. Auch das finden wir im Bereich Learning Development. Okay, und was ist unter Home Solutions? Kannst du das zuordnen, Ja, spontan? da geht es eben auch um Hygiene, da geht es um den Gummihandschuh und den Schwamm, da geht es um all das, was man zu Hause braucht für den täglichen Bedarf vom Kochen bis zum Putzen, das ist in den Home Solutions vereint. Okay, und Commercial Solutions, wenn jetzt die Lösungen kommerziell werden, was ist das? Naja, also man ist vor allem im Bereich Bildungseinrichtungen unterwegs, Schulen, Universitäten, aber auch Gefängnisse, dort Lösungen für eben auch Hygiene und für ja, Groß- und Ganzen Versorgung. Okay, und dann, wir gehen einfach mal kurz durch. Zwei sind es noch. Home Appliances. Ja, das ist weiter gefasster Bereich. Wenn du mal zurückgehst zu Elmers und so weiter, da sind noch Reste von Jarden mit drin. Das ist so ein Bereich, der ist so ein bisschen am Stagnieren gewesen. Da gehen wir vielleicht nachher über die Brands nochmal mit rein. Okay, und das Letzte, das spricht ein bisschen für sich, Outdoor and Recreation. Hast du ja schon fallen lassen im Zuge des Corona-Gewinners, Auch sehr Kochgeschirr weit und gefasst, ja. ja. Übernachtungslösungen, sprich aufblasbare Betten, eben auch viel Angelausrüstung und sowas. Da ist man eben in dem Bereich genau das, was in Corona-Zeit Tourismus möglich war, ist da drin. Ja, genau. Also man sieht breit aufgestellt, was man hier noch sieht, das sind auch die Margen. Also was hier jetzt auf den ersten Blick jedenfalls schön ist, ist alles. Margen positiv, also jedes Segment trägt quasi zum Gewinn bei, auch wenn in unterschiedlichem Maße. Also Learning in Development hat mit Abstand die höchste Marge, das ist das blaue hier. Operative Marge von fast 20%. Danach kämen dann die Home Solutions, das wäre das hier. Das auch vom Umsatz her zweitstärkste Segment ist das zweitprofitabelste. Und das stärkste Segment vom Umsatzanteil her ist das profitabelste. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und im Prinzip kann man fast sagen, je umsatzschwächer das Segment wird, desto unprofitabler wird es auch. Das ist gerade eine spontane Entdeckung, jedenfalls von meiner Seite aus. Ich kann das Und erklären. ja, Also das ist gerne. ganz klar, so ein Bereich, der Babys angeht zum Beispiel, da will man keine Experimente machen, da will man nichts aus China haben für seinen kleinen Säugling, da will man sozusagen beste Ware haben und da ist dann auch das Ganze nicht so preissensitiv. Oder auch bei Kondomen, da kann ein kleiner Fehler eine große Nebenwirkung haben. Ja? Das ist auf Qualität geachtet. Bei den Home Appliances, das sind ja eben genau diese margenschwachen Bereiche, wo man meistens nicht konkurriert. Zum Beispiel ein Beispiel ist so Kaffeemaschinen, so ja, Kaffeewärmer oder so Teezubereiter. Da ist man am Markt unterwegs, da kommt über eBay so viel Zeug aus Fernost günstig rein, da ist keine Margen drin. Wenn man da eine Marge verlangt, dann ist man draußen. Und deswegen ist der Bereich, Okay. boah, den haben die, den führen die mit und der ist dann ganz gut, wenn wo es anders bröckelt oder sowas. Wenn zum Beispiel der Bereich Professional Care ausfällt, weil gerade eine Pandemie wütet, weil gerade die Schulen und Gefängnisse nicht, aber die Heime zum Beispiel Probleme haben,
die Universitäten zu haben. Dann ist so ein Bereich weg und dann ist so ein Bereich Home Appliances so ein bisschen als Basis da. Diese einzelnen Bereiche stützen sich ganz gut in den schlimmen Zeiten, aber unter normalen Umständen ist der Home Appliance-Bereich so ein bisschen der faule Zahn, kann man sagen, vom Rent. Macht ja aber auch nur, ja, in Anführungszeichen nur 16,4% aus vom Umsatz. Und insofern relativiert sich das wieder ein bisschen. Mal gucken, was dann das Management noch damit vorhat. Vielleicht hast du dann später auch noch was dazu. So, dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon Eindruck bekommen, denke ich, von Newell Brands als Unternehmen, auch wie das aufgestellt ist, wie sie ihr Geld verdienen. Dann finde ich noch ganz interessant hier die Dividendenansicht. Denn ich denke, Newell Brands kommt ja vor allem für diejenigen in Frage, für die auch die Dividende, wo die Dividende auf jeden Fall mit in die Kaufentscheidung einfließt und wo die Dividende auch gerne mal hoch sein darf. Und hoch ist sie tatsächlich, ne, mit 4,56% momentan. Und was positiv auffällt hier, das ist die Dividendenleiter. Da sieht man also kumuliert die Dividendenzahlung immer der letzte auf 12 Monate bezogen. Es gibt keine Kürzungen. Also wir sehen hier ab 2012, dahinter, ganz nach hinten raus, doch da in 2009, da war mal eine Kürzung im Rahmen der Finanzkrise auch. Aber dann danach hat man wieder, jetzt ist man jetzt wieder auf ein Niveau angelangt, absolut von der Dividende, wo man vorher war, sogar ein bisschen drüber mit 92 Cent. Hat hier jetzt auf jeden Fall in den letzten Jahren nichts gekürzt, also seit 13 Jahren, sage ich mal. Seit der Finanzkrise gibt es keine Dividendenkürzung. Hier gab es mal eine. Was man dann auch noch sieht, ist, dass die Dividenden nicht in den Himmel wachsen, also was Dividendensteigerung angeht. Also die Dividende, die wird jetzt konstant gezahlt, aber es wird auch nicht mehr erhöht. Aber sie liegt ja schon bei 4,56%. Und weil wir jetzt schon hier gesehen haben, dass es da eine Dividendenkürzung gab, fragt sich vielleicht auch der ein oder andere, ob eine Dividendenkürzung vor der Tür steht. Da gibt es, würde ich sagen, eine lange und eine kurze Antwort drauf. Die lange Antwort, die wirst du uns dann geben, ne? Wenn du dann auch die Schattenseiten beleuchtest. Die schnelle Antwort, die findet man ja, wenn man zum Beispiel mal schaut, ob die Dividende gedeckt ist. Und das sehen wir hier schon, was Außergewöhnliches, wo es mal richtig nach unten ging. Nehmen wir aber einfach mal hier nur die letzten Jahre und da sieht man hier dann auch den freien Cashflow. Man sieht auch, dass die Dividende momentan sogar ein bisschen unterdeckt ist vom freien Cashflow. Das ist auch negativ gewesen. Soll jetzt aber wieder nach oben gehen. Also ist vielleicht so ein bisschen kurz auf knapp, aber bezüglich genäht. Aber der bilanzierte Gewinn ist deutlich höher als die Dividende. Der liegt bei 1,68 und der freie Cashflow ist gerade momentan relativ niedrig. Der liegt bei 78 US-Cent. Die Dividende auf die letzten 12 Monate berechnet bei 92 US-Cent. Und dann soll sich das Ganze aber wieder beruhigen und dann soll der freie Cashflow auch wieder irgendwo in die Richtung des bilanzierten Gewinns gehen und dann die Dividende decken. Also so viel mal zur Einführung bezüglich der Dividende. Und jetzt hattest du ja gesagt gehabt, Jens, du weißt noch viel mehr von dem Unternehmen und das Unternehmen hätte auch Schattenseiten. Bis Naja. auch über die hinaus, die wir jetzt schon gesehen haben, dass es mal eine Dividendenkürzung gab und dass der freie Cashflow gerade nicht ganz die Dividende deckt. Dann würde ich sagen, erzähl uns noch mal was zu den Schattenseiten von Newell Brands. Wir haben ja gerade im Aktienfinder diesen roten Stachel gesehen, diese Zacke, die so ganz fies nach unten raussticht. Das ist so ein bisschen die dunkle Vergangenheit von Newell Brands. Da muss man sehen, der vorige CEO Michael Polk, der hatte das Unternehmen gewaltig aufblasen wollen. Also der wollte das Unternehmen tatsächlich zu einem globalen Brandführer machen. Und der hat dann wirklich aggressiv zugekauft am Markt. Also der hat Marken integriert, die stets etwas größer wurden. Und im Jahre 2016 hat er sich dann die Jarden Corporation geholt. Und dieses Unternehmen, da hat wirklich ein David einen Goliath verputzt, kann man sagen. Also das Unternehmen konnte man sich auch nur leisten, mit extrem Verschuldungsaufbau. Und da hat man sich eine große Menge Goodwill an Bord geholt. Unter anderem einen Skihersteller, vielleicht Völkel kennt man vielleicht als Skihersteller. Da fragt man sich, wie passt denn ein Skihersteller in so ein Unternehmen rein? Und viele andere Marken, die gar nicht mehr zusammenpassen. Das hat man noch ein Jahr lang sozusagen durchziehen können und dann brach das auseinander. Man hat Michael Polk dann ja, den Rücktritt nahegelegt. Er wurde ersetzt durch Ravi Chandra Saligram.
Das ist der ehemalige CEO von Aramark. Das ist so ein Caterer, den kennt man vielleicht. Caterer, genau, kenne ich auch, ja. Der hat das Ganze übernommen und der hat dann, und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, wo wir die Farbwechsel gesehen haben, gerade im Aktienfinden. Ja, da wollte ich auch mal gerade drauf, genau. Also Echt? Wie das? man kann auch, also das, was du gesagt hast, hier im Aktienfinder tatsächlich nachvollziehen. Also das war der Kauf und dann sieht man, wie die Vermögenswerte nach oben springen, also wie die Bilanz quasi aufgeblasen wird. Und zwar zum einen mit Schulden. Wir können das Ganze mal ja hier Stück für Stück durchgehen. Also die Schulden lagen vorher bei 3,1 Milliarden Dollar und dann sind sie plötzlich bei fast 12 Milliarden. Ne? Das ist ein gewaltiger Sprung, also eine Vervierfachung der Schulden. Und dann sieht man hier, dass auch noch Eigenkapital aufgenommen wurde. Also die Anzahl der Aktien hat sich fast verdoppelt, würde ich mal sagen. Wobei, das war gut, kann ich nicht genau sagen, aber man sieht auf jeden Fall, dass auch Eigenkapital hier eine gewaltige Rolle gespielt hat, sodass man, um das Ganze hier überhaupt stemmen zu können, und man hat sich auch einiges kosten lassen, ist dann hier der Goodwill, ne? Und der Goodwill, der ist dann auch um über 7 Milliarden gestiegen. Und hier sieht man dann quasi beides. Und das sind jetzt die beiden Positionen, die zinstragenden Schulden auf der einen Seite und auf der anderen Seite hier der Goodwill als Risikoposition. Weil Goodwill ist ja das, was über die Vermögenswerte, wie sie in der Bilanz stehen, hinaus bezahlt wurde im Rahmen der Übernahme. Weil das Management eben davon ausgegangen ist, das ist es schon wert, auch wenn es in den Büchern so nicht geschrieben ist, nicht so viel wert ist in den Büchern. Und dann kam es so, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, hier, da gab es eine gewaltige Abschreibung, ne, von 2017 auf 2018 und der ganze Goodwill ist quasi wieder zusammengeschrumpft auf vor der Übernahme. Ne? Vor der Übernahme lag er bei 2,8 Milliarden, nach der Übernahme lag er bei knapp 3 Milliarden, also fast zusammengeschrumpft auf das Vorniveau. Man könnte jetzt Pi mal Daumen sagen, dass der komplette Goodwill, den man hier angehäuft hat, im Rahmen dieser riesigen Übernahme komplett abgeschrieben wurde. Also das, oder fast komplett abgeschrieben wurde. Das ist so die Größenordnung. Und das zeigt auch quasi den riesigen Fail, den man da an Bord geholt hat. Man hat den Goodwill komplett abgeschrieben auf der einen Seite. Man sieht aber auf der anderen Seite, dass die von den Schulden, die man aufgenommen hat, um diese Firma zu übernehmen, ein großer Teil eben immer noch da ist. Ne? Das ist quasi so ein Erbe, das scheinbar bis heute belastet. Also heute sind die Schulden ja immer noch höher als damals. Man hat also abgeschrieben, man hat vermutlich, Jens, korrigiere mich, wenn es falsch ist, auch Teile wieder verkauft, die man übernommen Der hat hat hier. gestrickt. Hat aber nicht so viel davon bekommen, dass man die kompletten Schulden hätte tilgen können, weil es war ja ein Fail, ne? Also man hat sie dann billiger wieder weiterverkauft. Und insofern hat man dann hier die relativ hohen Schulden. Dann gibt es hier die Schuldenquote. Und dann sieht man, dass die Schuldenquote, die war mal bei 28% und liegt jetzt bei 38%. Das geht im Prinzip noch halbwegs im Vergleich zu den kompletten Vermögenswerten. Also es gibt durchaus Unternehmen, die eine deutlich höhere Schuldenquote haben. Aber da geht man halt immer davon aus, dass der Rest der Vermögenswerte, dass der halt noch, dass der jetzt quasi solide ist und dass da nichts Böses mehr hinterherkommt. Ne? Also um es mal zusammenzufassen an Vergehen, die da gemacht wurden, man hat für Jarden einen zu hohen Preis bezahlt, das war hinterher ganz klar. Und das Zweite ist die Synergieeffekte, die man gesucht hat, also sprich die Integration der neuen Stammbelegschaft in die alte Stammbelegschaft und den Austausch, der hat nicht funktioniert. Das ist bei so großen Unternehmen oft der Fall, dass zwei Unternehmenskulturen aufeinanderprallen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Da passt kein Reporting, da passen keine sonstigen Dokumente zusammen. Und das war eben der Grund, und genau das hat Ravi Shalikram dann dementsprechend erstmal angepasst. Und das ist die Hausaufgaben, die er gemacht hat. Beeindruckend, dass man trotz alledem und also wirklich trotz diesen harten Einschränkungen, Einschnitten, die man machen musste, die Dividende nicht gekürzt hat. Und damit sozusagen seinen Titel als Dividendenaristokrat, da hat man es noch weit hin, aber diesen Weg dahin erstmal nicht gefährdet hat. Mittlerweile hält man die Dividende konstant, was ich auch sehr weise finde. Denn Ravi sagt ganz klar, solange wir es uns nicht leisten können, werden wir das Geld nicht einfach ausschütten. Wir müssen Schulden tilgen. Und gerade jetzt in Zeiten von ansteigenden Zinsen, wir merken es auch am Kurs, die Märkte sind da ein bisschen noch am Schimpfen. Jetzt steigen die Zinsen, die Schulden sind hoch, die Refinanzierung steht ein bisschen
dadurch wackeliger da. Und aus dem Grund ist es ganz gut, 4,5% Dividende und Schluss, bis man sich eines Tages leisten kann. Und das sieht man auch wieder im Aktienfinder sehr gut. Zum Schluss sehen wir hier bei der Dividende so ab, glaube ich, 2025 wieder einen möglichen Anstieg. Also Ach so, ja, richtig. Hier ganz nach hinten raus, ne? Ganz nach hinten raus, ja. Ja, richtig. Was man auch sieht, das ist ja tatsächlich, nee, da wollten wir noch nicht hin. Was man auch sieht, das ist tatsächlich, dass ich habe jetzt extra mal so ein bisschen reingezoomt. Das war der Höchststand direkt nach der Übernahme bezüglich der Verschuldung, von wo wir bei 11,9 Milliarden gewesen sind. Und jetzt haben wir hier immerhin schon eine Reduzierung der Schulden, und zwar Jahr für Jahr, ne? Also die Schulden werden immer weiter abgebaut. Das ist dieser kleine Sprung, der ist den Unternehmensverkäufen vermutlich hauptsächlich zuzuschreiben, beziehungsweise in Anführungszeichen zu verdanken. Aber wir haben dann auch hier immer weitere Schuldenkürzungen von 7 Milliarden auf 6,4, auf 6,2, auf 5,5. Und da stehen wir momentan. Und entsprechend ist auch der Zinsaufwand schon runtergegangen, ne? Wir hatten hier direkt nach der Übernahme 400 Millionen Schulden. Und jetzt haben wir 240 Millionen, also nicht Schulden, sondern Zinsaufwand. Und momentan sind es noch knapp 200 oder etwas mehr als 240 Millionen US-Dollar, die man an Zinsen aufbringen muss. Wir sehen das ganze Trauerspiel natürlich auch hier, ne? Wo die Umsätze nach oben sind und dann sind sie wieder nach unten. Und dann sehen wir hier auch das Ganze, einmal die operative Marge, wie die nach unten gegangen ist, im Rahmen der Übernahme auch, ne? Das ist ja auch schon bezeichnend, dass die Synergieeffekte nicht gegriffen haben. Und dann haben wir hier auch noch eine fette Abschreibung drin im Jahre 2018. Also die Nettomarge bei minus 78%. Von daher auch der Zacken nach unten, da oben bei der Gewinnentwicklung. Hat man quasi einmal groß aufgeräumt. Und was jetzt aber positiv ist, also erstmal noch, fallen dann auch die Umsätze natürlich nach unten, wenn man Unternehmensteile wieder verkauft. Man sieht immer noch höhere Umsätze, als man vorher gemacht hat. Und das ist kein organisches Wachstum, dafür ist es zu steil. Das heißt, also einen Teil hat man durchaus behalten von dem, was man zugekauft hat. Und was ich jetzt positiv sehe, was mir hier auffällt, ist, die operativen Margen steigen wieder. Also man ist jetzt dann quasi aus dem Tal rausgekommen und man liegt jetzt bei 10,5% operative Marge. Das ist immer noch niedriger, als es vor der Übernahme war. Aber es ist schon mal die richtige Richtung und es soll auch dann wieder weiter steigen. So. Noch was hinzuzufügen? In der Sache von negativen Geschichten haben wir, glaube ich, und ich hoffe es, weil ich bin ja investiert, haben wir hoffentlich das Tal gesehen. Also ich habe sehr großes Zutrauen in Ravi Saligram. Der macht da wirklich einen sehr konservativen Job und macht das sehr, sehr ordentlich. Und er hat viele Programme eingeführt, die eben genau das erreichen sollen, dass die unterschiedlichen Subsidiaries auf Augenhöhe arbeiten, gemeinsam reporten. Und was er da jetzt aufzieht, ist sowas, was ein dauerhaftes Reporting darstellt. Ich glaube nicht, dass das Unternehmen sich in nächster Zeit groß umstrukturieren will und wird. Man hat in Covid-Zeiten gesehen, dass es funktioniert. Und ich denke auch, die aktuelle Krise, die Rezessionskrise, vor allem die Inflationskrise und auch die Russlandkrise kann dieses Unternehmen nicht ganz groß mitspielen, denn dafür ist man einfach zu systemrelevant. Und ja. Das ist Blödsinn, jetzt Systemrelevanz für so ein Unternehmen. Aber man ist einfach zu nah am Kunden dran und am täglichen Haushalt dran, um das wirklich zu spüren. Also auch wenn es im Winter kalt wird, weil die Heizungen ausfallen, wird man trotzdem seine Schnuller bei Nook kaufen und seine Blume soll ja auch warm machen im Winter. Ja, vielleicht noch eine große Rolle spielen. Also systemrelevant nicht in dem Sinne, dass es gerettet werden würde vom Staat oder sowas, sondern systemrelevant in dem Sinne, dass der Staat das Unternehmen gar nicht zu retten braucht, weil für unser tägliches Leben sind die Produkte einfach nicht wegzudenken, sage ich mal. Da wird auch weiterhin eine konstante Nachfrage sein. Also wir haben gesehen, dass der neue CEO jetzt seit Pi mal Daumen 4 Jahren sozusagen aufräumt, dass es da viel gibt zum Aufräumen, aber ich denke, sagen wir mal, genau, er macht einen ganz guten Job. Und ich finde jetzt natürlich interessant, aus unserer Sicht hin, wie jetzt, ob der Markt das sozusagen schon erkannt hat. Ne? Wäre jetzt naheliegend irgendwo, dass im Katastrophenjahr 2018 der Aktienkurs richtig abgeschmiert ist, als dann auch klar wurde, hey, das mit der Übernahme, die haben es übernommen, das klappt ja mal gar nicht. Und dass dann aber nach dem CEO-Wechsel dann der Markt erkannt hat, hey, da ist jetzt jemand Neues am Ruder, der räumt auf, das heißt, der Tank ist ein Tanker, okay, irgendwo ist es vielleicht ein bisschen schwerfällig,
Aber die Richtung ist dann die richtige. Es gibt dicke Dividende und irgendwann auf 2025 raus oder so, da steigt dann die Dividende noch. Und außerdem ist es zwar ein Tanker, aber er ist sehr breit aufgestellt. Das ist genau das, was du gesagt hast. Und gerade jetzt in der aktuellen Phase, wo wir jetzt viele Risiken haben, haben wir jetzt hier einen Wert, der relativ gut gefeilt ist gegen diese Risiken. Und dann könnte man ja denken, okay, dann sollte eigentlich der Aktienkurs ja wieder anziehen und die Aktie sollte wieder relativ, ja, vielleicht nicht teuer sein, aber wenigstens in Anführungszeichen fair bewertet. Also kein Schnäppchen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Bewertung als nächstes an. Und da gehen wir wieder in den Aktienfinder rein und schauen dann jetzt mal erstmal vielleicht hier, wie der Kurs sich so entwickelt hat. Und man sieht dann tatsächlich hier 2017 eine große Übernahme-Fantasien scheinbar. Also man sieht, was ich ganz interessant finde, also hier erstmal eine Phase, wo der Aktienkurs die ganze Zeit gestiegen ist. Und zwar keine kurze Phase, es waren 9 Jahre. Und man hätte hier aufs Jahr eine Rendite gemacht von 33%. Ne? Davon ein Teil Dividende, aber das meiste Kursgewinne. Also lief mal eine Zeit lang richtig, richtig gut. Und da dann irgendwann hier der Übermut des alten CEOs und dann hier ging es mal richtig, richtig, richtig bergab. Also die ganzen Gewinne, die man im Prinzip gemacht hat, haben sich in Rauch aufgelöst, in Schall Okay. und Rauch. Also massive Kursverluste von über 70%, 73%, obwohl die Dividenden ja weiter bezahlt worden sind. Ne? Aber massive Kursverluste und momentan ist der Aktienkurs bei 20 Dollar irgendwo. Er war auch zwischenzeitlich mal wieder bei über 28 Dollar. Und jetzt ist aber für mich jetzt nicht so unglaublich hoch, ja. Selbst vom Allzeit, gut, die Aktie war mal bei 11 Dollar. Aber wenn man jetzt mal hier sieht, so das Langfristige, das ist jetzt ein Aktienkurs irgendwo, den hatten wir auch schon im Jahr 2011 und der ist noch weit entfernt vom ehemaligen Höchstkurs. Und wenn ich mir hier auch mal die KGVs anschaue, das Bereinigte beispielsweise, da liegen wir gerade mal bei knapp 11, ne? Da liegen wir bei knapp 11, KCV 14 und das bilanzierte KGV bei 12. Und das finde ich jetzt erstmal nicht so hoch, vor allem wenn man zum Beispiel, wenn man sich so Unternehmen anschaut wie Nestlé oder Procter & Gamble, ne? Die haben KGVs von über 20, von weit über 20 teilweise. Und da jetzt ins Detail, können wir jetzt nachgucken, aber verzichten wir mal drauf, sind so richtig, richtig teuer geworden. Ne? Unilever ist wieder ein bisschen günstig, aber die Konsumgüterhersteller, wo es läuft, die sind schweineteuer. Und wir haben eine deutlich niedrigere Dividendenrendite. Also was ich denke, was man festhalten kann, ist, dass der Tanker wird auf Vordermann gebracht, seit 4 Jahren wird aufgeräumt, aber der Aktienkurs spiegelt das nur bedingt wider. Oder Jens? Wie siehst du das? Ich sehe es haargenau so. Also ganz klar, man hat ein paar ganz wichtige Aufgaben zu erfüllen in nächster Zeit. Da ist eben der Schuldenabbau elementar. Es ist bei Aktionären, das Vertrauen wieder zu erlangen, ist auch sehr wichtig. Und man muss die gestiegenen Kosten jetzt an den Kunden weitergeben. Denn wir haben natürlich Inflation von 10%, spüren die Newell Brands genauso. Und die Beschaffungsprobleme bei, ja, es sind eben erdöllastige Produkte dabei, es sind energiereiche Produkte dabei. Also das muss man an den Kunden weitergeben. Das sind die Aufgaben in der nächsten Zeit. Aber die hat eben nicht nur Newell Brands alleine. Genau, Wer richtig. durch diese Rezession kommen will, der ist mit der Aktie von Newell Brands in meinen Augen gar nicht so verkehrt aufgestellt. Das Oh, ist das klingt ja schon fast wie ein Fazit, da sind wir aber noch nicht angekommen. Wir müssen ja erst noch in die Bewertung mal noch ein bisschen anschauen. Und das machen wir, würde ich vorschlagen, jetzt. Ich habe mir das Ganze auch schon ein bisschen angeguckt. Also was gut ist oder geeignet ist für die Bewertung, ist der bereinigte Gewinn. Im Gegensatz zum bilanzierten Gewinn, weil den hat es ja zu arg zerbeutelt. Da kann man auch teilweise keine KGVs mehr ausrechnen. Die ganzen Abschreibungen sind hier nicht drin. Den Umsatz selbstverständlich könnte man auch noch heranziehen und zu guter Letzt die Dividende beispielsweise, das würde auch funktionieren. Und wenn man diese Werte alle mal nimmt als fairen Wert und dann sieht man hier einmal, zweimal, dreimal, man kann das Ganze auch noch ein bisschen länger ziehen, dann sieht man hier noch mehr, wie die sich so entwickeln und hat auch noch ein bisschen mehr Backtesting, sage ich mal, um zu schauen, ob der Aktienkurs den jeweiligen fairen Wert respektiert oder nicht. Und ich finde, so im Großen und Ganzen, das letzte Jahr mache ich hier mal weg, weil es oft mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Man sieht so im Großen und Ganzen, gibt es schon eine Korrelation
zwischen den einzelnen Fernwerten und auch dem Fernwert Dividende und dem tatsächlichen Kursverlauf. Man sieht auch, dass es nicht eins zu eins dran schmiegt. Also man sieht auch die Übertreibung, die man beispielsweise in dieser Phase hier gehabt hat. Die habe ich ja vorhin schon mal angezeigt. Und jetzt sieht man vielleicht auch, und das ist natürlich das Interessante hier in der Gegenwart, dass wir momentan Neural Brands, und da zoome ich jetzt mal rein, hier, dass alle Fernwerte, die wir jetzt hier haben, die liegen über dem Aktienkurs. Der aktuelle Aktienkurs bei 20 Dollar und der faire Wert, ich gehe mal hier aufs laufende Geschäftsjahr, das sind schon die Schätzungen fürs laufende Geschäftsjahr. Zwei Quartale davon sind schon passé, ne, sind schon ist quasi. Zwei Quartale sind noch Zukunft. Also, und bei dem Geschäftsmodell sollte sich vermutlich nicht allzu viel dran ändern, dass man da total daneben liegt. Da wäre jetzt dann der faire Wert hier bei 25 US-Dollar, bezogen auf die Dividende wäre bei 29 US-Dollar sogar. Und wenn man dann so in die Zukunft geht, dann ist der faire Wert beruhend auf dem bereinigten Gewinn, denke ich, der, auf den man das stärkste Augenmerk drauf legen sollte. Bezüglich des Umsatzes steigt er nicht. Das ist, weil der Umsatz stagnieren soll, das sieht man hier. Aber dank steigender Margen steigen die Gewinne trotzdem. Und das wäre dann der faire Wert bereinigter Gewinn, der das Ganze dann anzeigt bzw. verarbeitet. Dann machen wir mal den Fernwert Umsatz weg und Dividende auch, der ändert sich ja kaum. Und dann wäre das hier das entscheidende Kriterium. Und dann sieht man hier, wenn wir mal kurz gucken, der faire Wert bereinigter Gewinn bzw. der bereinigte Gewinn selbst. Man hat hier dann Wachstum im laufenden Geschäftsjahr prognostiziert von 4%. Im nächsten wäre das dann 10% sogar und dann soll es wieder nach unten gehen. Aber das hier, das muss ich jetzt mal kurz erklären, habe ich mir hier angeschaut. Da sieht man hier die Analysten, sind 12 Analysten, 12 Analysten, die das einschätzen, dann nochmal 7 Analysten immerhin und ganz am Ende nur noch ein Analyst und der sieht es ein bisschen negativer, aber der wird natürlich ganz stark verzerrt. Das ist keine echte Konsensschätzung mehr. Deshalb kann man das hier wegmachen, aber das hier kann man für bare Münze nehmen und da haben wir hier dann auch noch, muss ich nochmal kurz zeigen. Hier zweimal 10% Umsatzwachstum, beziehungsweise, Entschuldigung, Wachstum beim bereinigten Gewinn. Ist vielleicht ein bisschen stark positiv, aber man sieht auf jeden Fall, dass es nach oben geht. Und was jetzt halt ganz interessant ist, das ist das Renditepotenzial. Und das, dann nehme ich gerne das fürs nächste Geschäftsjahr. Und das liegt dann insgesamt bei 42% sogar, Jens. Also das ist richtig hoch, also viel Kursaufholungspotenzial hier drinne. Aufs Jahr wäre es eine Rendite von 27,4%. Ein Teil davon als Dividende, aber der größere Teil davon, der käme über Kursgewinne dann zustande. Und ich denke, das ist halt dem Umstand geschuldet, dass tatsächlich, jetzt mache ich mal das Ganze hier wieder weg, der Aktienkurs im Prinzip immer noch relativ viel Pessimismus eingepreist hat. Und deshalb haben wir tatsächlich noch entsprechendes Potenzial nach oben. Das heißt, das KGV würde dann vielleicht irgendwann, damit rechnen wir eben, auf wieder 13 gehen, so wie es in der Vergangenheit bewertet gewesen ist. Also da ist, über die gewissen Prozentzahlen kann man immer streiten. Das alles ist ja nur eine Schätzung, ne, Jens, die ganzen Fernwerte und so. Aber ich glaube, was man gesehen hat, ist, dass da noch einiges drin ist an Renditepotenzial, nur durch Kursaufholung, weil der Markt halt irgendwann Neural Brands wieder etwas höher bepreisen wird. Wie siehst du das? Ich bin, na gut, was wir da jetzt nicht sehen, ist diese Analysten, wann haben die ihre Schätzungen vorgenommen? Ist da Russland schon mit drin? Ist da Putin seine nächsten Ideen schon mit drin? Das ist natürlich ein ganz großer Unsicherheitsfaktor. Dazu kann ich was sagen. Dazu kann ich tatsächlich was sagen. Das sind Analystenschätzungen, die innerhalb der letzten 100 Tage abgegeben wurden. Das heißt, die älteste Analystenschätzung damals war der Ukraine-Krieg schon, wenn ich richtig weiß, jetzt 51 Tage alt. Okay. Also die Sache ist eben, da ist noch ein großer Unsicherheitsfaktor momentan allgemein in der Welt drin. Also deswegen sagen 40% aufs nächste Jahr hin. Da kommt es darauf an, ob die Ukraine und Russland der Konflikt zum Erliegen kommt, ob er sie endlich totläuft oder ob er eskaliert. Das sind natürlich zwei Scheren, die auseinandergehen. Deswegen wäre ich mit so einer Aussage 40% innerhalb eines Jahres sehr vorsichtig. Aber ich sehe sie natürlich schon am Schirm und ich kann den Leuten empfehlen, wenn ihr reingeht, kleinem Geld eventuell, kann man da auf jeden Fall mitspielen bei der Sache. Denn auch wenn es nicht funktionieren sollte mit 40%, habt ihr immerhin 4,5% Dividendenrendite,
die ja mehr oder weniger sehr sicher erscheinen, die auch in den letzten Jahren nicht gekürzt wurden und die auch verdient werden. Ich sehe also keinen Grund, warum das gekürzt werden sollte. Sollte diese Rezession, die jetzt sich ankündigt, doch nicht so kommen, wie sie momentan herbeigesehnt wird, teilweise in der Politik, dann sehe ich da jede Menge Potenzial. Denn dieser Wert hat eben so viel Negatives erfahren und so viel Misstrauen aufgebaut. Das kann eigentlich dahingehend nur wieder ruhiger werden. Und wie gesagt, der CEO macht einen sehr, sehr ruhigen Job. Der baut eben die Luftschlösser seines Vorgängers sehr konsequent ab. Und das ist eine sehr gute Politik, die gefällt mir unglaublich gut. Deswegen sehe ich da schon ein Turnaround-Potenzial. Nur nichts Genaues weiß man eben nicht, was momentan diese Weltwirtschaftskrise angeht. Die 10% Inflation, die sehe ich bei einer New Brands relativ positiv. Denn im Prinzip ist da sehr viel Value dahinter, der dann dementsprechend auch mit 10% wertvoller werden wird eines Tages. Also dahingehend ist man sowieso momentan mit Bargeld schlechter angesehen als wie mit einem Wert, der Value bietet, das was New Brands eben hat, eben ein paar sehr starke Häuser, die eben wirklich weltweit vernetzt in euren Häusern auftauchen. Also wie gesagt, wer Lust hat, später als Hausaufgaben mal durchs Haus zu gehen und die New Brands bei sich zu Hause zu suchen, ich bin sicher, fast jeder von euch wird fündig in der Küche, im Bad, im WC oder neben dem Bettchen. Aber zuerst noch eine Liste ausdrucken von den ganzen Marken, ne? Weil direkt ist es ja nicht zuzuordnen, das hast du ja auch schon gesagt. Die ist um die 100 Punkte lang, also die Liste. Also es ist wirklich, okay, viele Marken sind rein US-gestützt, also die wird man hier gar nicht finden. Klebstoff für Kinder und viel Schulausrüstung für Kinder haben wir hier nicht. Und diese großen, schönen Rollmülleimer, die man in den großen Kaufhäusern sieht von New Brands und so weiter, die gibt es hier auch kaum. Aber also jede Menge zu Hause, die Firma Also die Liste mit Marfa. in, das heißt, die Liste mit in den Urlaub nehmen, ja? Im nächsten Am besten USA-Urlaub zum Beispiel. USA. Hawaii oder sowas und dann mal am Strand lang gehen und die New Brands dort finden oder durch den Walmart laufen, auch dort viel zu holen. Man sieht ja hier, wo die Umsätze gemacht werden. Und tatsächlich, ne, United States ist grün, da werden knapp 2 Drittel der Umsätze erzielt. Also Faktencheck hast du schon mal bestanden, Jens. Bezüglich nochmal kurz auf die Bewertung zurückzukommen. Also diese 40x%, ne, dieses Kreditaufholungspotenzial, so sage ich es auch immer, ist halt nur ein Potenzial. Ne? Das ist jetzt nur so eine Schätzgröße, sage ich mal. Man kann auch in der dynamischen Aktienbewertung die auch noch entsprechend anpassen. Man könnte auch beispielsweise sagen, ja, das 13er KGV, das kommt so schnell nicht mehr, weil das sind auch die guten Jahre noch drin, wo die Aktie viel, viel zu teuer war. Es gab viele Jahre, in denen die Aktie günstiger bewertet war. Also das könnte man jetzt noch ein bisschen auswalzen, die Bewertung. Wo es mir drauf ankam, das war einfach, zu zeigen, dass ich denke nämlich auch, dass der Markt da immer noch ein gewisses Misstrauen hat, dass obwohl die New Brands Aktie eher so defensiv, sage ich mal, ist, dass auch von dieser Schere gesprochen, die sich da aufmachen kann, von der Entwicklung, je nachdem unter anderem, wie der Ukraine-Krieg verläuft. Aber wenn es jetzt ein bisschen pessimistisches Szenario gibt, was wir jetzt alle nicht hoffen, dann gibt es durchaus Aktien bzw. Unternehmen, die es deutlich schwerer treffen würde als New Brands, ne? Das heißt so das Risikoprofil ist schon eher defensiv ausgerichtet. Genau. Es ist so, dass der Gut. Procter & Gamble oder der Nestlé natürlich sichere Häfen sind, aber auch bedeutend teurere Häfen. Also da Ja, reden wir von richtig, 25 richtig. aufwärts. Und da wäre Richtig, genau. doppelt hohe Bewertung wie eben in New Brands mit einem KGV von gerade mal 10. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr günstige Bewertung im Markt draußen. Also die gibt es so eigentlich nur noch dort. Deshalb bin ich auch ganz dankbar, dass du uns und unseren Zuschauern diese Aktie vorgestellt hast, Jens. Und es war jetzt schon ein richtiger Deep Dive. Fast schon eine Dreiviertelstunde haben wir jetzt über New Brands geredet. Weiß nicht, ob die Aktie schon mal irgendwann so ausführlich analysiert worden ist. In Deutschland vermutlich nicht, oder weltweit keine Ahnung. Deshalb also an dich, Jens, ein ganz großes Dankeschön. Hast du klasse gemacht. Ihr, liebe Zuschauer, danke auch an euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ob wenn der eine oder andere von euch New Brands bereits im Depot hat oder es ihm was sagt oder ihr eine Meinung zu New Brands habt, dann schreibt unten in die Kommentare rein. Wenn ihr euch beim Jens bedanken wollt für das tolle Interview, dann bedankt euch auch gerne in den Kommentaren. Da freut er sich bestimmt drüber. Falls ihr Fragen habt, stellt ihr natürlich auch. Ansonsten, Jens, ich denke, wir sind durch. Es gibt dem nichts mehr hinzuzufügen, was es verbessern würde, sagen wir so. Ich glaube, wir haben gesagt, Okay. lassen wir das halten.
Okay, dann Dann. nächster Schritt, Sie sollen sich eine Liste ausdrucken, auf Markensuche gehen oder im Aktienfinder die Aktie weiter analysieren. Und endlich Okay. fragen, wie der Schnuller von Nuck so ist. Genau. Gut, in diesem Sinne, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf gute Investments. Ciao.